Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Limbo. Ja, wir spielen Limbo und ich sehe da einen Frosch. Was macht der Frosch? Ich glaube, ich weiß genau, was ich da machen muss. Zumindest so halb. Schauen wir mal. Jetzt treibe ich ihn in die Richtung. Zack. Dann soll er mal laufen. Oha. Das war gar nicht meine Absicht. Naja, egal. Und zur Regenzeit. So. Steig, steig. Jetzt weiß ich bloß nicht wieder. Kann ich darüber? Ah, dachte ich mir schon. Ah, ich bin ja auch blöd. Ja, ich weiß. Sorry, Leute, ich bin blöd, ja. Habe ich kapiert. Ich sollte einfach mal, wie schon letztes Mal gesagt, mal ein bisschen mehr nachdenken. Wo ist das Holz hin? Jetzt ist das Holz auf einmal da. Naja. Dann ziehen wir es halt jetzt darüber. Gehen da wieder hoch. Und füllen das Ganze mit Wasser. Schaukeln! Zack, schon sind wir drüben. Ihr habt deine Anstrengung hier verbunden. Naja, so halbwegs zumindest. Ich tue nochmal mein Mikrofon ein bisschen aus, weil ich das Gefühl habe, dass ich ein bisschen schnaufe laut. Und jetzt habe ich nicht auf meine Hand an der Tastatur geachtet. Na super. Gut, also entweder muss ich da hoch und dann natürlich nicht loslassen. Diese Scheißsteuerung, hey. Das müsstet echt mal selber spielen, ja. Wahrscheinlich spielen es ein Haufen Leute und ich bin einfach bloß dumm. Ich finde das immer total blöd, du musst immer dann, im Prinzip musst du nur eine Taste verwenden immer. Sobald du die andere wendest und hochspringst und gleichzeitig nach vorne, geht sie sofort wieder weg. Schauen wir mal, was da so los ist. Ich glaube, ich weiß ungefähr, was da los ist. Dann muss ich erst da hoch, dann muss ich dazu machen. Das muss ich auch machen. Dann muss ich ganz flink da hoch. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob ich dann... Nee, ich glaube nicht, dass ich da zumachen muss. Da, 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 da. Oh, da oben muss ich aufpassen, da oben sind Zacken. Das heißt, ich werde jetzt gekonnt abspringen. So, schnell wieder zurück hier. Und ihr seht, diese Kiste hat ein Loch. Das heißt, sie wird nach einer bestimmten Zeit untergehen.
Und ich habe gerade noch so geschafft, drüber zu kommen. Hätte ich hier abspringen müssen? Behindert. So. Ich vermute mal, ich muss doch da hoch. Und dann vermute ich. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich muss das dann darüber bringen. Nein. Ja gut, kann ich schon mal eigentlich nochmal von vorne anfangen, dachte ich. Ja, das schaffe ich sonst nicht. Naja. Fangen wir halt nochmal an. Ist ja wurscht, wir haben mehr Zeit. Wir müssen ja in 5 Folgen fertig werden. It's a new generation. Komm schon. Komm, mach flupp. Ich habe hier gerade mit leichten Decks zu kämpfen, weil ich gerade eine Portal-Folge hochlad. Ist ein bisschen doof. Wie bekomme ich das da irgendwie anders hin? Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte den Ball rüberschieben sollen. Ach, ist doch behindert. Bring dich um. Danke schon. Ich dachte, der wird dann auch rübergeschoben oder was auch immer. Weil wenn man mal rechtlich überlegt, wieso sollte er das tun? It's a new generation. So. Ball, komm, hoch, lol, XD, Hoffel. Jetzt komm schon. Da muss ich nämlich sofort zu machen. Flup. Spring hoch. Nein. Oh, bei nicht mal 30 Frames kommen hier einfach. Nicht gescheit spielen. Nein, ich hab doch gesagt, diese Drecksteuerung. Ey. Zum Kotzen. Und wie vielten Mal machen wir das? Bei nicht mal... Ah, nicht mal 20 Frames! Was geht denn, ey? Das ist echt schrecklich. Ich glaube, ich muss echt warten, bis... Was? Was für eine Scheiße das ist. Nicht lustig. Und wenn wir es diesmal wieder nicht schaffen, dann warte ich, bis ich eine bessere Form habe. Bitte bei nicht mal 20 Bildern pro Sekunde, du kannst mich echt... Das kann doch keiner spielen hier. Also ich mache mal ganz zu, schieben den Ball rüber. Laufen bei 18 Frames nach oben. Springen rüber. So, ich hoffe, ich muss jetzt da nicht noch irgendwas tun. Ich glaube, ich muss da draufsteigen oder so. Mhm. Ja, läuft doch ganz gut. Und jetzt einfach rüberspringen. Jawohl. Wir haben es geschafft. Und trotzdem werde ich jetzt dann demnächst... ...eine... ...kurze Aufnahmepause machen. Zumindest so lang. Bis Portal fertig hochgeladen ist. Damit ich hier mit ein bisschen mehr Frames spielen kann. Oha.
dachte ich schon. Oh Mann, das kann man nicht spielen. Okay, beim nächsten Speicherpunkt. Ich hoffe jetzt einmal, hier ist ein Speicherpunkt. Ich gebe mir noch das Teil da, genau. Und ich glaube, jetzt ist ein Speicherpunkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschaußen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei einer Framerate von 30 beim Spiel Limbo. Ist ja richtig erraten. Ich weiß gerade nicht, sowas anscheinend nicht. Wir müssen wohl oder übel die Kiste mitziehen. Das habe ich jetzt gerade nicht bedacht, macht aber auch überhaupt nichts. Denn wir können ja einfach die Kiste so rüberziehen. Ich falle zum Glück nicht runter, dann können wir... Genau, weil das Ding fällt mir so und so drauf. Dann können wir da hochklettern, können da rüber driven. Dann werden wir hier wieder vom Licht in die andere Richtung gezwungen. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr weiter. Ich denke, wir müssen da so rüber. Ja, das war eigentlich fast klar. Das ist scheiß Licht da, ne? Das erinnert mich an damals. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, das war jetzt beinahe schon ein bisschen arg heftig. Ich habe irgendwie keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gehe hier nur im Kreis, beziehungsweise nach links und nach rechts. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen eine Ahnung. Ah, nein, da wäre es gewesen. Verdammte Scheiße! Zum Glück hast du es da schon wieder gespeichert. Schneller. Schneller. Und da dürfen wir jetzt, glaube ich, nicht stehen bleiben. Und vor allem, wir müssen ja erst noch darüber, weil wir haben ja noch das Licht auf der falschen Seite. Oh, das könnte eng werden. Natürlich wird das eng. Verdammte Scheiße. Diese Drecks fucking Teile. Okay, jetzt wissen wir wenigstens ganz genau, wie es geht. Wir müssen rechts, müssen wir nochmal links. Was eigentlich ein totaler Schwachsinn ist. Oh Gott, das hätte ich aber schon beinahe sehr gelacht. Hoch, rüber, hoch, 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 rüber, hoch, 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 jump, in die andere Richtung gezwungen werden müssen, jump, ich bin Doodle Jump, 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 so, und jetzt eigentlich nur noch warten, weil da oben werden wir eh dann schon, ich will nicht sagen gefressen, aber unser Zeug wird halt gefressen. So, sehr schön. Genau. Die spürt da jetzt rüber. Genau, genau. Oh nein, jetzt habe ich... Ja, warum bin ich eigentlich so behindert? Ah, das tut ja weh beim Zuschauen. Hey, schaltet bitte ab, das ist, wird wahrscheinlich das Beste für euch sein. Wenn so ein Voll-Noob beim Spielen zuschauen, ich frage mich echt, wieso das... Also, in letzter Zeit waren es noch 165 Leute. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich sind es jetzt nur noch zwei. Ich würde es ihnen nicht verübeln. Zack. Ja, komm, dreh dich um. Gib Gas hier, du lame, dämliche Flocke. Hoch. Warten, bis Schmutz vorbei ist. Weil ich mir nicht mal sicher bin, ob ich da überhaupt warten muss. Aber ich warte jetzt mal lieber. Also ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Ich tue jetzt gar nichts. Trink einen Schluck. Ah, ist immer gut. Das bringt den Kreislauf wieder in Schwung oder irgend so ein Scheiß halt. Wisst ihr schon, was ich meine?
So, ich warte, bis es das fast ganz oben ist, sodass ich halt drüber kommen könnte. So, das muss reichen. Wunderbar. Zack.